Liebe Leute des guten Geschmacks, weiter geht's hier mit Diluvian Wins auf WBs junger Herde. Twitch ist live mit dabei, YouTube, ihr kriegt's jetzt zu sehen. An meiner güldenen Seite ist unser Community-Moderator Black Panther, aka Matze, aka der beste Chefmod der Welt, weil ansonsten kriege ich nämlich nichts mehr zu essen, weil er nämlich auch noch für die Tagesration zuständig ist. Und aka bester Matze, Punkt. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen, kleine Schleimerin, ja. Du. Ja, ich kann das immer ganz gut hier, ich mache wieder das Herz, ne? Weiter geht's, wir wollen ja in den nächsten Tag hier rein schlürfen. Und wir haben keine Karawane, die ankommt, aber wir haben etwas, was kommt. Nämlich unsere ganzen fleißigen Arbeiter, die hier bereit sind. Und ich wollte doch hier eigentlich was in den Holzraum, in den Projektraum reintun. Chat. Ihr lasst langsam nach. Ihr habt mich nicht daran erinnert, dass ich da was reintun sollte. Und nee, Matze, du brauchst jetzt auch nicht sagen. Von wegen, Rin, du wolltest doch da was reintun. Nein. Du wolltest da was reintun. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Habe ich einfach Wir haben hohe Moral. Man muss sich das auch mal hier unten angucken. Zwei haben hohe Moral und zwei davon sind auch dann demnächst aufbruchsbereit. Genau. Wir schicken unseren Biber. Der Biber ist ja hier richtig, richtig gut mit dabei. Den schicken wir jetzt mal zum Holzfällern. Zack. Plus 30. Sind wir also jetzt bei 69. Das ist ja schon mal ein Anfang. Dann die... Guck mal, Mare ist ja noch eine Weile da. Mich würde interessieren, wie das jetzt hier funktioniert. Das heißt, wenn ich sie jetzt da reinpacke in den Garten, kriegt sie plus 2 Moral. Wir müssen nicht so viel Essen ausgeben und trotzdem sitzt sie dann ganz gut damit dabei. Ich probiere das jetzt mal aus. Nur für euch, Leute, probiere ich das jetzt aus. Normalerweise würde ich es trotzdem tun, aber für euch probiere ich es aus. Geht das gar nicht? Wie schicke ich die da hin? War die falsche. Wie schicke ich sie dahin? Einen Raum verschieben. Ausruhen? Ach, ich muss auf Ausruhen klicken. Na, ist ja eigentlich ganz logisch. Teetassen bitte mal alle hochhalten, wer auch mit in den Garten rein möchte. Eigentlich super logisch. Teetasse hochgehalten, zack, ab in den Garten. Moral plus 2. Also ganz ehrlich, wenn das im wahren Leben so wäre. Also ganz ehrlich, Prost. Tasse hochgehalten und los geht's. Finde ich super. Wir probieren das jetzt mal aus. Mache soll mal da eine Runde mit drin. Wie gesagt, sie ist ja noch 3 Runden mit bei uns hier. Und dann erst geht sie. Und guck mal, da ist jetzt drin. Oh, ist das schön. Guckt euch das an. Macht sogar ein paar Pflänzchen hier. Mit der Gießkanne fertig. Ach, sehr schön. So muss das sein. Finde ich einwandfrei. Aber Mia, du kleine Maus, musst was machen. Du musst für uns... was kann denn Mia besonders gut? Holz. Wir brauchen ja eigentlich weiterhin Holz. Wir hatten doch noch... falsche Taste. Bilal. Bilal war gut in Insekten und deswegen setzen wir ihn auch... Können natürlich auch mal abwechslungsreicher sein und mal ein bisschen Fisch holen. Ach, guck mal, durch die Chapulins kriegen wir sogar noch mal einen Bonus mit drauf. Kriegen wir aber auch hier plus 10 natürlich. Dann, liebe Freunde der Sonne, es wird leider wieder Insekten geben. Bedankt euch bei Beedle. Dann haben wir... Wen haben wir denn jetzt noch zur Verfügung? Maisie? Maisie, wohin mit dir? Maisie hat ja plus 10 bei Holz. Dann packen wir sie damit rein. Das machen wir. Sind wir bei plus 55. Das ist gut, weil wir ja viel davon auch noch bei unserem Projektraum mit reinpacken wollten. Wir haben noch Mia, die wir noch einsetzen müssen. Mia würde ich sagen, dadurch, dass ja die Chapulins Insekten drin hatten, haben wir da noch einen Bonus. Den Garten können wir gerade nicht verstärken, Raiden, weil da nämlich
unser kleiner Freund mit drin ist, unsere Maus. Deswegen geht gerade der Garten verstärken nicht. Aber wir werden sie bei den Gemüse hier oben reinsetzen. Genau. Das sollte passen. Alle reingesetzt. Den Garten verstärken wir dann in der nächsten Runde. Genau, wunderbar alles hier mit drin. Guckt euch das an. Insekten ohne Ende. Sehr cool. Und dadurch werden wir jetzt hier wieder ein reichhaltiges Insektenessen haben. Wenn beides 40 ist, würden wir ein neues Rezept freischalten. ...30 würde auch schon reichen. Dann ist die Moral bei allen hoch. Kann man das Buch hier mal wegmachen? Genau, dann wäre die Moral bei allen hoch. Das finde ich gut. Wir machen 30. Finde ich gut. Bestätigen Gemüse- und Insekten-Bento. Dadurch kriegen wir Gemüse und Insekten einen Bonus mit drauf. Und beim Metall, was wir ja noch gar nicht produzieren, ein Malus. Aber alle haben vor allen Dingen eine gute Moral. Sehr, sehr schön. Nächste Runde. Holz brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Wir müssen erstmal hier einiges mit reinbringen. Sehr gut, bestätigen. Und wir haben sogar noch Holz übrig. Wir können jetzt hier nochmal 20 Holz reintun. Zack. Haben wir trotzdem immer noch das Lager recht voll. Gut kalkuliert. Und mit dem vollen Lager können wir dann nämlich jetzt wirklich den Garten auch verstärken. Das sollte gut passen. Und da kommt Daron von Weiß. Servus an alle. Schreibt da und Servus Daron. Wir gehen in die nächste Runde. Ein neuer Tag beginnt. Es ist immer noch sehr windig. Und die Karawane kommt nah ran. Immer noch ganz, ganz viele Leute da. Und wir sehen hier, Bilal und Maisie werden dann in dem darauffolgenden Tag, nicht jetzt der Tag, der kommt, sondern der darauffolgende, abgeholt. Und die anderen bleiben noch ein paar Runden hier. Finde ich sehr gut. Also ein paar Runden ist gut. Die werden dann auch bald abgeholt. Bestätigen. Und dann nochmal rübergeschaut. Jo, haben wir eigentlich alles? Nichts da. Ja, kein Event. Auch in die nächste Runde. Die Sonne steht schon hoch am Horizont. Unsere Arbeiter kommen und wir können sie wieder einteilen. Das ist perfekto. So. Bilal. Jetzt müsst ihr ja eigentlich... Ist jetzt von unserem... Malus das weg, ne? Minus 5 Holz müsste doch eigentlich sein. Genau, wir können jetzt wieder alle so wunderschön einteilen, wie wir wollen. Insekten. Hat denn irgendwer von denen noch etwas? Hier, guck mal. Aber Mia bleibt auch nur noch einen Tag. Wir geben trotzdem mal ordentlich Insekten rein. Vielleicht hilft das ja noch. Vielleicht kriegen wir noch ein neues Rezept irgendwie raus. Wir werden... Wo ist er? Bilal? War doch richtig gewesen. Bei den Insekten einsetzen. Mia. Mia wird hier oben den Garten verstärken. Maisie sammelt mal Holz. Mare, wir hatten auch noch den Biber, oder? Genau, der Biber muss auf jeden Fall auch Holz sammeln. Zack. Und Mare. Mare hatte... Ach, guck mal. Wir haben ja noch unseren Plus-3-Bonus. Glücklich.
Vegetarier plus 3. Dann können wir noch mal ein bisschen Fisch mit reinpacken. Das ist doch ganz gut, oder? Gemüse haben wir noch auf der hohen Kante. Dann würden wir zwar das Lager voll kriegen, aber ich würde gerne mal wieder in Fisch investieren. Sollte gut laufen. Machen wir. Machen wir. Also ich finde, machen wir. Nächste Runde. 1A, der Biber ist top. Und weil der Biber top ist, gibt es jetzt erstmal eine Runde Insekten für alle. Machen wir jetzt mal ein richtiges Fest mal wieder da draus. Prost. Sehr schön. Insekten satt gibt es jetzt. Machen wir mal. Jetzt sind wir genau bei 60. Und gehen wir noch ein bisschen Fisch hinzu. Reichhaltiges Essen. Aber eigentlich sind die alle schon glücklich. Eigentlich müssen wir ja gar nicht so viel reingeben. Aber doch, wir machen es. Wir geben jetzt denen ein Fest mal, weil viele von denen werden jetzt in der nächsten Runde abgeholt. Roger ist ja, guck mal. Roger ist unendlich lange da. Wisst ihr ja noch warum? Weil Roger nämlich derjenige ist, der den Projektraum hat. Und deswegen ist Roger unbegrenzt da. Gut zu wissen. Ich möchte aber trotzdem das neue Rezept eigentlich ausprobieren. Ich möchte wissen, was das ist. Wir machen das jetzt. Ich will wissen, was das Rezept ist. Wir haben es ja. Bestätigen. Und das sind Insektenröhrchen mit Fisch als Beilage. Crazy Job, Servus. Rizli und Hallo. Ich bin ein Bayer. Ne, bin ich nicht. Ich bin definitiv kein Bayer. Servus. Insektenröhrchen mit Fisch als Beilage. Der gute Mann in Ohren, Matze, hat mir erzählt, er macht gerade Essen. Matze, gibt es Insektenröhrchen mit Fisch als Beilage bei dir? Nein, gibt's nicht. Schade. Nein, finde ich sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Produktions plus 7, Insekten plus 5, Öl plus 4, was wir noch nicht produzieren, aber Holz. Also mit Holz haben wir es heute irgendwie nicht ganz so wirklich, muss ich sagen. Entweder ich habe ein Brett vorm Kopf oder ich bräuchte eigentlich ein Brett vorm Kopf, weil ich muss es ja den Leuten geben, meinen tierischen Mitarbeitern hier. Es ist also... Aber es ist gut, dass wir genau solche Sachen eigentlich aufdecken, weil dann machen wir den Fehler wenigstens nicht unbedingt zweimal. Und wir starten weiter. Jetzt geht's in die Befeuerungsphase. Und dann gucken wir mal... Das Feuer geht langsam aus. Und das nur wegen dieses Kackwindes. Ganz ehrlich. Nur wegen dieses Kackwindes. Wir haben aber, weil wir so gut gehaushaltet haben, noch ein bisschen was übrig. Wir können wieder 20 Holz hier reingeben und sind immer noch mit dem Lager voll. Wir haben ja wieder den Malus minus 3. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es wieder hier. Wo wir können überlegen. Wir müssen ja nichts verstärken. Wir haben jetzt alles verstärkt. Sieht man das hier? Wir gehen mal auf Abbrechen. Wir haben ja alles verstärkt hier. Genau, hier unten sieht man es. Oh, wir haben noch ein Event. Wir haben noch ein Event. Wir haben ein Event. Nächtliche Insekten. Warum sagt mir das schon wieder keiner? Nein, Matze. Aus. Nichts sagen. Insekten neigen dazu, sich nachts in den Wäldern auszubreiten. Ich könnte einige von ihnen fangen. Gute Idee, da stockt unsere Vorräte auf. Insekten plus 10, aber die Moral sinkt. Kinders, ich will keine sinkende Moral haben. Das wird dich ermüden. Ruhe dich lieber aus. Ich möchte nicht, dass du dich überanstrengst. Ich, Mama Rind, sagt jetzt, chill mal deine Base. Das wird dich ermüden. Ruhe dich lieber aus. Machen wir nicht. Das ist in der Tat Klüder. Ich gehe lieber ins Bett. Guter Biber. Guter Biber. Das wäre ja schon fast schiefgegangen hier. Mein Biber nachts unterwegs, ganz alleine. Kinas, das geht doch nicht. Wir können unseren Biber doch nachts nicht alleine aus der Tür lassen. Ganz ehrlich, da laufen Werwolven rum. Also ihr kennt Werwölfe, ne? Und Werwolven sind viel schlimmer. Werwolven sind das Schlimmste auf dieser großen, weiten Welt. Die greifen euch an und dann werden sie sich mit den Nasenringen über eure Körper rüberstülpen, ziehen euch dann in das nächtliche Gebüsch, reißen... Oh nein, nein, komm, das wird zu gruselig sonst. Demnächst kann ich euch immer das Buch geben. Nee, das wollen wir nicht. Also das... Nee, 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 nee.
Also, das Buch ist übrigens FSK 18, der Film FSK 37, also liest lieber das Buch. Wir werden 20 noch vor dem Holz hier reintun. Kontenance wieder, Kinder, Sie müssen uns beruhigen. Einatmen, ausatmen. Wir wollen hier noch ein bisschen was schaffen. 20 Holz rein, da und dann geht's auch in die nächste Runde. Ja, Daron, oder die missionieren dich, die Werbung, definitiv. Wenn die dich missionieren, ist es, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Nasenring über den Körper gestülpt und ins nächtliche Gebüsch gezogen werden und, na, nee. Oder missionieren. Es ist alles, es ist ganz grauenvoll. Und was noch viel grauenvoller ist, die Gezeitenwelle Stufe 1 kommt auf uns zu. Und jetzt muss man ja dazu sagen, WB hat es ja schon sehr gut erklärt gehabt mit den Wellen, dass sie dann auf einen treffen. Die Stufe kündigt auch an, wie hoch diese Welle wird. Stufe 1 trifft die Ebene 1, Stufe 2 trifft die Ebenen 1 und 2 und so weiter und so fort. Es gibt auch die Stufe 3, habe ich irgendwo mal gesehen. Nicht zweite Klasse Grundschule, aber ich habe es mal gesehen. Und wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Wir müssen gucken, ob wir jetzt wirklich alles ausgerüstet haben, wie wir es wollen. Ich bin der Meinung, ja, wir kontrollieren aber nochmal, das ist sicher. Was auf jeden Fall auch sicher ist, ist, dass wir hier ganz viel Sturm haben. Unsere Gemüseproduktion ist leider dadurch im Keller. Aber Insekten sind gut. Das heißt, wenn wir unseren Bären noch haben oder dann, wenn jetzt die Karawane kommt und wieder ein Bär mit drin ist, sollten wir uns den auf jeden Fall hinzuziehen. Oder einen anderen tierischen Mitbewohner, der sich auf Insekten spezialisiert hat. Gemüse sollten wir im Abstand nehmen. Oder wir haben ein Eichhörnchen, was gut Gemüse sammeln kann, aber vielleicht auch eher auf Fisch gehen. Wäre ganz sinnvoll. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen unser Feuer weiterhin entfachen. Da müssen wir schauen, dass wir gut dabei bleiben. So viel zu den nächsten Schritten, die ich so in meinem kleinen Fischkopf geplant habe. Da kommt die Karawane und wir haben Platz für drei. Für drei Tiere. Und guckt mal, was wir hier oben haben. Ein Otter. Kein Biber, ein Otter. Und hier unten ist noch ein Otter. Also Fisch, Holz schlecht. Finde ich schlecht. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch unseren Biber hier unten. Biber und Otter, vielleicht können die sich ein mal neues Zuhause teilen. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Wir werden auf jeden Fall ein Otter reinholen. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, welcher von beiden. Wenn die Mahlzeit Gemüse enthält, dann kriegen wir einen Bonus auf Gemüse, Fisch, Insekten und Holz. Und wenn das Wetter sonnig ist, dann. Oh, minus 3. Wir nehmen Otis. Und jetzt müssen wir auch noch überlegen, wollen wir noch den zweiten Otter haben? Aber unsere Fischerhütte kann nur einen einzigen aufnehmen. Also eigentlich eher nicht ganz so gut. Wir könnten aber, wenn wir einen zweiten Otter haben, das Netz draußen am Leuchtturm besetzen mit denen. Was machen denn die Mäuse? Oh, was? Hier können wir noch eine Speisekammer können noch mal bauen. Und die Fischerhütte. Ja gut, die Fischerhütte haben wir schon. Was ist sinnvoller? Wenn das Wetter leichter Regen, starker Regen, stürmisch, armes Volk ist, dann Moralzuwachs plus 2. Oh. Sollten wir uns nehmen. Stürmisch ist es ja. Kriegt einen guten Moralzuwachs. Und auch für die Produktion ist das ganz gut. Wenn die Mahlzeit Insekten erhält, Moral plus 3. Also ich wäre eher für Milan, muss ich ganz ehrlich sagen. Milan, bei Insekten haben wir definitiv, können wir mit draufpacken, zumal ja das Wetter stürmisch ist, dadurch die Insekten ja nochmal kommen. Ich wäre für Milan, Olymp lassen wir draußen. Wir machen Milan. Wird mir auch im Chat beigepflichtet. Machen wir Milan, nehmen wir. Also haben wir jetzt einen Otter namens Otis, wieder zwei Mäuse und wir haben noch in Reserve bei uns den Biber Kate, Kade, wie auch mal das ausgesprochen wird, und unsere Mausmarre. Also wieder ein Mäuseüberfluss und wir werden immer noch keine Mäuse hier mobben. Mausmobberei ist hier out. Machen wir nicht. Bestätigen. Weiter geht's. Karawane zieht weiter. Und kein. Ne. Keine Quest. Nirgendwo. Überhaupt nicht.
Deswegen weiter. Der Black Panther, mein lieber Mann im Ohr, schreibt: Mäuse, meine Katze braucht was zu fretzen. Matze, dass du sowas im Chat schreiben kannst, ohne rot zu werden. Schande. Schande. Woher willst du, dass ich nicht rot geworden bin? Mich sieht man ja Gott sei Dank nicht. Also ich sehe es an deiner Schrift, du bist orange im Chat. Du bist nicht rot. Siehst du? Okay. Und so. Gut, mache. Wir gucken erstmal, ob wir jetzt gesichert sind für die Sturmflut. Das müsste eigentlich laut meines Erachtens sein. Genau, wir haben jetzt überall zwei Schilde. Die Sturmflut, die greift ja nur die untere Ebene an. Also was das angeht, sind wir noch safe. Dann können wir jetzt überlegen, wie machen wir das? Wir haben, die sind alle plus 10, das ist schon mal gut. Hier werden wir auf jeden Fall Otis schon mal in, das ist ja der Otter, genau, beim Fischen einsetzen. Dadurch kriegen wir plus 25. Dann Milan. Die Mäuse sind alle noch nicht großartig aktiv, weil wir noch keine Nahrung denen gegeben haben. Also bis auf Marre. Marre hat ja schon, ist ja schon ein bisschen länger da. Deswegen sollten wir überlegen. Die hatte, glaube ich, jetzt die Mahlzeit. Ach nee, Sturm minus... Bei Sturm? Stimmt, Gemüse war ja gewesen, dass der Sturm das nicht so gut mitmacht. Maus minus 5 wäre schlecht. Insektenröhrchen minus 3. Das ist ja... Was ist das denn hier für ein Kackermist? Wäre vielleicht doch sinnvoller, wenn wir sie fast hier reingehabt hätten. Naja. Dann... Auch Insektenröhrchen. Wir werden wieder eine Insekten- und Fisch... Nee, wir werden nur auf Insekten gehen. Und vielleicht ein bisschen Gemüse. Gemüse kann ruhig auf Minus, also auf relativ gering sein, das ist okay. Wir könnten... Na, dann müssen wir die Mäuse jetzt da reinsetzen. Bleibt uns nichts anderes übrig. 47 ist jetzt nicht sonderlich viel. Oh, Milan haben wir noch. Milan, was ist mit dir? Milan schicken wir jetzt mal hier hin. Milan soll mal ein bisschen mit unserem Netz hier rumfischen. Mal gucken, was wir da kriegen. Vielleicht kriegen wir noch zusätzliches Holz. Das wäre ganz gut. Ich glaube, wir kriegen schon zusätzliches Holz. War das hier 47? Nee, das ist nur für die Holzförderhütte. Na, ich bin gespannt, ob wir da was zusätzliches kriegen. Wäre ja richtig cool. Doch, sieht ganz gut aus. Können wir so lassen. Weiter geht's. Oh, hat sich ja nochmal gelohnt hier. Jetzt schauen wir mal, was wir unseren kleinen Sträuchen hier alles zufuttern geben können. Hier mit Marre sind wir schon auf voll. Kade und Watcher auch. Hier würden wir mit denen wenigstens alle eine Stufe mehr hochrücken. Wenn wir Gemüse reinbringen, würden wir noch Gemüse und Insekten plus 5 kriegen. Plus 7 Gemüse und plus 5 Insekten. Ist beim Sturm eigentlich jetzt relativ egal. Wenn wir Fisch mit reinmachen, würden wir wieder Minus kriegen auf Holz. Würde ich jetzt nicht machen wollen. Wenn wir nur Insekten reinmachen, kriegen wir Produktion auf plus 3 Öl. Boah, ist ja Pest oder Cholera gerade. Mm. Wir könnten natürlich auch... Ne, dann würden wir zu viel verlieren. 20 von allen drei. Wayne, wenn wir jetzt 20 von allen drei machen, kriegen wir den hässlichen Brei. Oder? Aber das ist, glaube ich, nicht die Breisubstanz. Oder?
Ah, das ist der Brei? Was ist das? Das kennen wir noch gar nicht, das Rezept. Und das sieht nicht aus wie der Brei. Okay, machen wir das. Wenn das scheiße wird, ist Wayne schuld. Dann dürft ihr alle rote Karten auf Wayne schmeißen. Nein, natürlich nicht. Ihr seid bitte lieb zu ihm. Wir probieren es mal. Leckereienteller. Mhm. Stehe ich zu. Wayne hat einen Leckereienteller für uns entdeckt. Eine Platte mit Gemüse, Fisch und Insektengerichte. Aber, Wayne. Produktion Holz. Minus 5. Metall. Minus 5. Öl. Minus 5. Ich möchte es nicht sagen, aber es war nur halb scheiße. Moral plus 2 ist okay. Da gehe ich d'accord mit. Da kriegst du, zack, ein High Five. Aber Produktion, Holz, Metall, Öl minus 5. Chat freigegeben. Ihr dürft. Aber nur halbe Karten. Nur halbe rote Karten, bitte. Macht euch Gedanken, wie ihr das hinkriegt. Nächste Runde. Ich hoffe, ihr habt euch eigentlich gut festgeschnallt, weil es wird jetzt hier richtig, richtig stürmisch werden, kann ich nur sagen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier unser Feuer nicht ausgehen lassen. Gut, dass wir so viel Holz haben. Wir müssen alles reindonnern. Und dann haben wir sogar noch mal Holz übrig. Können wir wieder 20 hier reintun. Was ein bisschen doof ist, ist, dass wir natürlich jetzt so viele Insekten hier... Naja, sagen wir es jetzt mal... im Überfluss haben. Mir hat gerade das Wort Überfluss gefehlt. Genau, dass die jetzt halt weggehen, aber... können wir nicht machen, ist okay. Also müssen wir mit leben einfach. Wir packen hier nochmal 20 Holze rein. Sind wir jetzt wenigstens schon bei der Hälfte des Projektraums. Und ich wette mit euch. Nein, ich werde es euch versprechen. Diesen Projektraum werden wir... Oh Gott, ich darf das jetzt nicht sagen. Wir peilen es an, dass wir diesen Projektraum am Ende des Streams fertig kriegen. Ich möchte das nicht versprechen. Ich glaube, wenn ich das verspreche dann, und es nicht halte, dann werdet ihr nie wieder hier zuschauen. Das wäre ganz, ganz schlecht. Wir starten aber den neuen Tag. Kapitel 2. Immer noch. Tag 19. Sieht wunderbar aus. Wir haben immer noch ein bisschen mit dem Pustewind zu tun. Und die die Sturmwelle kommt auf jeden Fall auf uns zu. Aber wir sehen auch schon Licht am Ende des Tunnels. Muss man ja ganz ehrlich sagen.